Jo, dann nehme ich jetzt auf. Gut. Ich habe meine Karten schon gelegt. Ne, wir warten nur noch auf die anderen. Okay. Na, jetzt muss ich. Diesmal habe ich mich gleich mit Schokolade versorgt. Grüßt. Okay, Andi, du bist fertig. Ja. Decken wir mal auf. 116. Die Scouts haben 53, bewegen sich im Uhrzeigersinn. Und zwar knapp vom Andi. Das ist so lästig, wirklich. Im So, Uhrzeigersinn damit. oder gegen den Uhrzeigersinn? Das heißt, Im darauf Uhrzeigersinn. bewegen sie sich, oder? Ja. Okay, ich fange mit 16 an. Ich verwende die untere Ich Hälfte lege die von. Mütze wieder dahin, wo sie Ja, hin ist. genau. Ja. Potent Potables. Wird das aktivieren können, dass man nur die Hexes springt mit irgendwas? Ich glaube mit Grid, aber ich bin. Du kannst dich bei so rumspielen damit. Warte mal, das ist bei Toggles und Grid. Aber ich habe da auch nicht ganz rausgefunden, weil ich bin mir nicht sicher, ob die Hexes richtig liegen. Okay, also ich verwende die untere Hälfte von Potent Potables, um mich drei Felder gerade zu bewegen, nehme dabei zwei Schaden. Und dann verwende ich die obere Hälfte von Energizing Tonic, um auf das Totem draufzuschlagen mit Standardangriff 2. So. Musst du Nein, daher? nein, 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 falsche Karte, Ach so, sorry. nein, nein, nicht daher. Ich erzeuge Feuer und ziehe noch eine Karte. Und plus 2. 4 Schaden Hey, du fürs Totem. erzeugst Feuer, das ist ja supi. Wieso kannst du jetzt das Totem verwunden? So, die 2 Schaden nehme ich mir noch und mein Zug ist beendet. Das heißt, ich bin dran. Gut, mit meinen, ich bewege mich mit dem Impaling Eruption, vier Felder, und zwar hierher, ohne dass ich Schaden nehme, weil ich rund um dumm renne. Das mag vielleicht etwas vergeudend sein, aber ich will da nicht reingehen, ich habe eh so wenig Lebenspunkte. Und mit Frost Armor greife ich da drüben an, nachdem Feuermagie da ist, mache ich sogar plus 1 Schaden. Und Und plus kriegst 2 mehr Schaden. Schaden, weil ich die Crackling Air noch habe. Ja. Das heißt, du kriegst sogar 2 Ich Erfahrung. krieg sogar 2 Und machst dann Erfahrungspunkte. Ich 5 gehe bei Damage. Cracking Air gleich weiter. Und warte mal, wo sind meine Karten zum Ziehen? Da. Gut, dann ziehe ich mal. Plus 0. Und Das damit heißt, hast ich du auch. mache, warte mal, die Karte macht Grundschaden 2, plus 3 sind 5 Punkte Schaden. Hast du schon eingestellt? Nein. Yay, warte mal, 62 sind das dann, oder? Genau. Ja. Ha! Nimm Großartig. das dort dann. Und Und ich nehme Erfahrung zwei hast du ja schon gewonnen. Erfahrungspunkte. Okay. Dann sind jetzt die Scouts dran. So, der eine bleibt gleich da stehen, wo er ist. Hey Andy, schau mal. Hey, Sie lieben Andi, ich bin aber dich. gespannt, wie du da durchkommst. Ich habe einen Kampf 3, ich gehe daher. Ah, wie öd. Und dann habe ich einen Angriff machen 3 mit Pierce. Und mach 4 Schaden. Damit sind wir auf 58. Mal, wie viel ist das? 58? Ja, okay. Na bitte, das Totem geht ja Das runter. Wie nur was? Moment. Jetzt bin ich im Weg. Ich höre jetzt gar Ja, ich nichts. hätte nicht. Darf ich doch noch daher gehen, wie ich Ja. zuerst wollte? Ist das okay für euch? Streng genommen eigentlich nicht, weil du. Ja, doch, eigentlich, du wüsstest schon, wie sich das Ganze bewegt hast schon, ja. Das ist ziemlich dämlich sonst. Sonst, ja. Du kommst jetzt nicht zum Totem hin, Michel, gell? Genau, ja.
Vampire. Ist wurscht, ich hau eh nächste Runde auch nochmal auf das Totem drauf. Also so gesehen, ich glaube, das Totem ist nicht das Problem. Ja, trotzdem. Glaube ich auch. Dann Kann nichts kannst du die machen. Oberhälfte von Higgins Wing nicht nutzen. Gut, dann ist die Runde abgeschlossen. Wer mischen muss, der mische. René, hast du vor, jetzt früh dran zu kommen? Nein, ich bin mir gar nicht sicher, was ich jetzt machen möchte. Okay, ich glaube, zwei von uns sollten jetzt diese beiden Felder erreichen und ihr Fleisch abnehmen. Ja, das Problem ist, da komme ich gar nicht richtig hin. Also ich Wie kann gibt man das dieses Feld Fleisch schon ab? erreichen. Indem du neben diesem Feld hier deinen Zug beendest, gibst du automatisch, wenn du willst, das Fleisch hier drauf. Man kann auch Fleisch von anderen Leuten aufnehmen, oder? Ja. Ja. Du kannst auch Fleisch von anderen Leuten drauflegen. Das Ach Mensch. Fleisch hat kein Marschall. Wenn das Fleisch dann fertig gekocht ist und hier ist, kann es irgendjemand aufnehmen. Kann jemand in dieser Runde dieses Feld hier erreichen und Ich sein nicht. Fleisch abliefern? Naja, rückwärts gehen. Du musst nicht eher eine Long Rest machen. Wenn du jetzt zwei Karten spielst, René, ist vielleicht wirklich gut, wenn du hierher gehst, René, wenn du hierher gehst und eine Long Rest hier machst. Und dann hierher gehen und nächste Runde deine Long Rest machen. Leute, mit dem Schaden tut euch nicht so viel an. Ich kann recht viel heilen. Dann bewege ich mich hierher. René und ich, wir liefern unser. Ich glaube, solange Du niemand anderer auf diese beiden Felder will, bist das Bandleader, gell? Ja. uns können die Scouts aber nicht wirklich im Weg gehen, René. Ja, ich auch. Ja, ich mach das auch. Dornen sind aber keine Sichtsperre, oder? Also schießen kann man. Mit Bogen. Mit Fernkampf. Warte mal, René, mir fällt was ein. Ich könnte dich. Nein, kann ich nicht. Egal. Ich habe eine Menge Karten, wo andere Karten wieder auf die Hand nehmen würden. Das ist meistens die Unterhälfte. Und da will ich mich eigentlich bewegen. Obwohl. Nein, ich werde es anders machen. René, wie früh bist du? Nein, ich bin nicht neben dir. Das ist blöd. Nein, nein, es wäre, wenn ich neben dir wäre, hätte ich dich jetzt alle Karten aufnehmen lassen können, wie du bis jetzt das gerade hattest, was natürlich nicht gewesen wäre. Aber es geht sich nicht aus. Ja, ich weiß. Okay. Wir haben alle, glaube ich. Ist das eine 76. Karte, die du lost hast, wenn Ja, ja. jemand anderen seine? Ja, ist schon mächtig. So, Andi, ich drehe eine Karte um. Die Scouts sind mit 40 dran und werden sich wieder im Uhrzeigersinn bewegen. Es fängt mit 27 Okay, ich an, ja. bewege mich jetzt drei Felder. Leider bist du noch da. Dann muss ich jetzt über die Dornen springen. Kriege ich zwei Schaden. Hast du Jump? Außer du setzt die Winged Aber dann Troops, lost könntest ich du den, oder? einsetzen. In den Schaden. Nein, Ach in der so, Militär. nein. In der nächsten Long Rest kriegst du sie Long wieder. Rest. Aber wenn ich in der Long Rest da drinnen stehe, dann kriege Also ich ich. Schaden, ja? Du Ja, heilst dich zwei und kriegst zwei Ich meine, Schaden. es ist.
Es ist aber, glaube ich, ein Long Rest da drin nicht so schlecht, wenn man geht rein, liefert das ab, das wandert weiter, man macht einen Long Rest, dann wandert es hierher und dann greift man das an, hebt es auf und zieht weg. Ich glaube, es ist hier drinnen für eine Long Rest eigentlich ganz gut. Ja, das Dumme ist, einer von den beiden Plätzen wird jetzt nicht frei sein beim nächsten Runde. Ja, wirklich? Einer wird Na, frei sein? also ich werde von hier wieder wegziehen. Okay. Ich nehme an, der René wird hier stehen bleiben. Dann stelle ich mich dann auf eine Long Rest ein. Das Ja, wird du, gut. dann nehme ich. Dann tappe ich die Wing Chews und nehme keinen Oh. Schaden. Oh, okay. Ja. Ja. Jetzt schon oder nächste Runde? Dann zieh rein. Zwei Felder. Genau. Na Nur die gut. ersten werden meine drei sein. Das ist nicht sehr viel, weil ich werde der Einzige sein, der erst hinkommt. Nachdem ich da drin einen Long Rest mache und ich jetzt einen Fernkampfangriff mache auf das Totem, werde ich dann jetzt auch meine Eagle-Eye-Goggles einsetzen. Eine Ja. blöde Frage. Zum Aufheben müssen wir das wieder attackieren, richtig? Ja, aber Andi, Ach, dann das setz auch Glück. deine Stiefel ab. Die hast du ja eingesetzt. Ja. Genau. Okay, das heißt, ich mache vier Schaden auf, an das Totem. Ja, du kriegst außerdem scheinbar ein Schild für diese Runde. Wieso was? Weil es auf der Karte draufsteht. Gib mal Ah, die da Hand hast du weg. aber falsche Karte genommen. Kriegt kein Schild. Es steht auf der Karte drauf, aber du hast eine falsche Karte genommen. Wir werden das nachher noch umtauschen. Welche falsche Karte? Was meinst du? Schau mal die +1-Karte genauer an, die du gerade gezogen hast. Oh, tatsächlich. Es ist aber eine normale +1. Lass die Karte bitte da liegen, ich tausche das dann um, wenn ich Ja, dazu komme. okay. Auf jeden Fall mache ich dem Totem 4 Schaden. Ja. Das ist dann quasi auf 44. Und ich bin mit meinem Zug fertig. Ja, eine Erfahrung kriege ich. 36 ist der René. Ja, ich würde das Totem angreifen und die Unterhälfte von Right for the Wing für zwei Bewegungen verwenden. Oder überhaupt stehen bleiben. Ich würde überhaupt stehen bleiben, dann kriegst du wenigstens keinen Schaden. Und du kommst dann ohne deiner Bewegung 3 oder 4 überall hin, wie du willst. Nach der Long Rest. Kriegt er, sobald er drinnen ist, einen Schaden oder erst in der nächsten Runde? Technisch gesehen kriegt man, sobald man seinen Zug da drin beendet, dann sofort 2 Schaden. Okay. Der Boden ist heiß. Ja. Warum machen wir das überhaupt für diese Gremlins? Warum Weil wir machen wir das guten, überhaupt? naive Menschen, Wörmlinge, Eimer, was auch immer sind. Eine blöde Frage, das Perk mit den negativen Einflüssen, wo man die negiert, wäre das so ein Ding, wo man einfach Nein, reingehen kann? nein. Ja? Negative Einflüsse sind wirklich nur am Anfang des Szenarios, was weiß ich, fängst du vergiftet an oder kriegst drei Flüche oder so Dinge. Okay. Also nicht, wenn du während des Szenarios irgendwas kriegst. So. Was hast du getan? Upsi. Oh, den letzten Angriff, bitte musst du dir aber unbedingt aufheben fürs Fleisch aufheben. Den letzten Crackling-Angriff. Ich Und tue es mal runter auf 47. ja, jetzt diesen Zug nicht, aber generell sollte ich in dem Spiel halt nicht sein können, ja. Warum? Okay. Genau, ja. Na, das ist jetzt technisch ein bisschen interessant, weil eigentlich heilst du zuerst und dann kriegst du den Schaden. Yep.
Aber das ist ja nein, wurscht, ist doch nicht wenn er wurscht. erst zwei ist. Ist nicht wurscht. Aber nicht. Ah, ja, du hast recht, jetzt nimmst du den Schaden, ja. Also du den heißt dann, da bleibst du schon gleich. So. Könntest du dann die Wärmlings bewegen im Uhrzeigersinn, während ich eine andere Karte raussuche? Wo kommt der hin? Suchst du aus. Oh, sie haben alle übrigens, habt ihr das mitbekommen? Je mehr Wormlings überleben, umso mehr. So. Aber woran sollten die Wormlings sterben? Sie sind ja nicht bedroht. Das geht ja nicht. Dann ist es dran. Naja, aber du kannst daher bewegen und da oder auf das Totem schießen. Michi, du könntest dein Fleisch abliefern. Kann nur vier Felder laufen. Ja, das würde sich ausgehen. Ich komme vier Felder. Da ist aber eine Wand. Ach so, das ist, Blödsinn. Das ist eine Wand. Danke, Ande. Mein Fehler, ja. Ja. Ja, es geht sich nicht aus. Gerade nicht. Gut, ich bewege mich daher. Foto mit Crater. Ja. Mal mit Crater drauf. Mhm. Eine Karte. Nein, nicht da, das ist der Blut. Du siehst vom Blut gerade. Also, Entschuldigung. Du bist links daneben. Du hast jetzt nicht meine Schildkarte weggegeben, Hartmann, oder doch? Ich habe sie ersetzt durch eine normale +1-Karte, okay, wenn ich jetzt im Ablager starte. Drei Schaden bekommt das Totem. Ja. Das Totem scheint echt nicht das Problem zu sein. Ich sehe überhaupt kein Problem eigentlich. Du bist fertig, Michi, ja? Ich setze meine Wing Shoes an. Tappe ich und bewege mich um 4 mit der unteren Hälfte von Inkbaum. Schnur gerade. 1, 2, 3, 4 hierher. Geht nicht, da ist eine Wand. Geht nicht, das ist eine Wand. Noch immer. 1, 2, 3, 4, daher kommst du. Ja, ich habe die Wand einfach überhaupt nicht gesehen. Okay, warte, dann muss man das nochmal anders überlegen. Atma, geh rein und kassiert den Damage. Ja, aber dann geht es sich nicht aus, dass ich zu den Hot Coals komme. Das ist das Problem. Das war noch nicht so geplant. Und ich kann auch, ich kriege keine zusätzliche Bewegung. Einfach durch die Wand durch. Ja, genau. So wie ich es vorgehabt habe. Ich weiß gar nicht, warum wir intervenieren. Ja, ja. Na gut, ich stelle mich mal blöd hin. Und so. Hier stehe ich recht wenig im Weg, hoffe ich. Nehme zwei Schaden. Aber warte, bevor ich gehe, mache ich noch einen zweier Angriff auf das Totem mit der oberen Hälfte von Standardaktion. So. 2 minus 1, ein Schaden geht. Ja. Mit diesem Advantage muss ich angreifen. Nein, weil ich stehe daneben und nehme einen normalen Nahkampfangriff. Von Volatile Concoction. Die obere Hälfte einfach ein zweier Nahkampfangriff. Ah, okay. Ich ja. Ja, ist gemacht, okay. Okay, das heißt, die Stiefel habe ich eingesetzt, damit ich nur zwei Schaden kriege, nämlich weil ich jetzt den Zug da drinnen beende und nicht weil ich über die Dornen gelatscht bin. Okay. Dann ist die Runde fertig, gell? Na gut. Wenn du mich da hergehen lässt, ja? Da wo der Pfeil gerade war.
Ich habe nichts vor. Ihr bleibt dort stehen. Ja? Kommen diese Wärmlinge jetzt dann nicht im Weg, dann kann ich euch sogar heilen. Ich schau da, ich werde sehr früh drankommen. Folgendes, wartet mal, bevor ihr eure Pläne sagt. Ich sage eine Option, die ich habe. Ich kann in der Runde nicht viel machen, nur hier rumstehen und nicht viel tun. Was ich machen kann, ist, abgesehen, dass ich einen heile, ich kann einem, der benachbart von mir ist, und das werde ich jetzt machen, alle Discarded-Karten zurückgeben. Das sind der Ande oder der Michi wirklich gute Kandidaten. Aber sie müssen, warte mal, ich werde meinen Zug doch woanders hin machen, noch vorhin. Eins, so, mach ihn hierher. So. Das heißt, entweder kann ich dem Blut, wenn ich früh dran bin, gleich am Anfang alle seine Karten zurückgeben. Das wäre cool. Warte mal. Du willst jetzt wieder rausgehen, oder wie? Nein, ich bleib da drin stehen, ich nehme einfach immer Schaden. Aber das ist eine Wand, ist das wurscht? Ja, ich habe mich letztens vier Felder von hier. Eins, warte mal. Eins, zwei, drei, vier hierher bewegt. Das war mein Zug. Die zwei Schaden habe ich genommen. Jetzt könnte ich, wenn ich früh dran bin, dem Spellweaver sinnlos, aber dem Brute alle seine Karten zurückgeben. Das ist gut, weil bei mir liegen alle Karten im Biskarten. Aber lieber noch würde ich spät dran sein und mich hier, wenn er dran war, dann hat er nämlich 10 Karten da liegen, dass ich hierher bewegen sollte, seine 10 Karten zurückgeben. Aber deswegen frage ich, du kommst nicht hierher. Das ist auch nehmen. Wenn du dich dahin bewegst, nicht, ist es auch okay. Ja, und ich werde früh dran kommen. Das ist gut, dann machen wir das so, ja? Weil dann kalkuliere ich, dass du länger spielen kannst. Oh verdammt, wartet mal. Ich könnte jetzt in meinem Zug reingehen. Aber ich habe 2 Bewegungskarten. Das heißt, wenn da jetzt wer steht, kann ich nicht zu dem Dings hingehen. Ja nicht, du kannst doch nicht durchgehen. Aber schau mal, ich habe 2 Bewegungskarten. Ach so, ja, stimmt. Ich kann sollten der René und der Andi sollten jetzt ihr Fleisch abliefern. Ja, okay. Das heißt, René und Andi sollten. Achso. Warte mal, na, wenn der Andi abliefert, ist eh super, weil das sind eh 8 Fleisch. Aber der Andi muss auf jeden Fall sein Fleisch abliefern. Ja, ja, das mache ich auch. Ja. Na, mal schauen, was draus wird. Okay. Elbifer macht eine Longrest, oder? Okay, dann haben wir alles. Ja? Ich bin mal für die Scouts. Wir bewegen sich mit 92. Gegen den sind. Na, noch nicht. Achso, Blödsinn. Mit 92. Kommen wir erst am Schluss dran, ja. Also, die stehen da jetzt noch im Weg. Nix, Gott sei Dank. Wieso? Mir stehen sie nicht im Weg. Ah ja, nein, Blödsinn, wir kommen jetzt hier durch. Ja. Alles gut. Von uns stehen sie. Okay. Ja. So. Nach links. Darauf, ja, ja. Ja, der Michi fängt an. Ja, also ich gehe mit Sentient Growth, heißt das? Daher heil jeden um mich herum um 1. Jeder heilt sich bitte jetzt um 1. Ich bin auf Maximum, oder? Nein, bin ich nicht. Bekomme ich da Schaden? Doch. Nein, oder? Erst wenn du deinen Zug abschließt. Da drinnen. Ja, in der Tür kriegt man auch Schaden. Ja? Ah ja, okay. Dann Enemies haben wir keine. Ja, und die Attacke. Da würdest du die Karte verlieren. Kann ich sowieso nicht, das war genau die wollte spielen. Dann verfällt quasi. Ja. Okay. 34, Andi. So, also die Frage ist, soll ich lieber hier gehen oder hier? Ich kann auf beide Felder gehen. Und dann will ich ja Long Rest machen, aber ich stehe dann im Weg. Sprich dich mit René ab. Sprich dich mit René ab. Ich nehme an, für den René ist am günstigsten. Nein, der hat jetzt eine Long Rest gemacht.
Also ich glaube, das ist besser, weil hier kannst du eine gute Longrest machen und dann gleich aufnehmen. Dann mache ich das. Ich mache zuerst den Move 2 mit, wie heißt das? Scuba. Und dann mache ich den Move 2 mit Juggernaut. Ah, alles klar, ja. Zack, zack. Hier stehe ich jetzt. Und die beiden Karten sind jetzt Discarded. So, ich bin mit 37 dran. Ich nutze die untere Hälfte von Stamina Booster. One darf Ally ich, with. Darf ich jetzt schon mal Fleisch drauflegen? Nein. Eigentlich? Was? Wann lege ich das Fleisch drauf? Ja, du legst das Fleisch sofort drauf und machst auch die zwei Schaden. Der Michi hat sie auch schon seine zwei Schaden genommen, oder? Aber die sind noch nicht. Die kriegen erst am Ende vom Zug den Schaden. Nein, oder? Dein Zug ist jetzt beendet. Jetzt kriege ich den Schaden. Ja, genau. Wenn du fertig bist, ist dein Zug. Die Runde ist was anderes als der Zug. Okay. Der Zug ist, wenn ein Spieler dran ist, und die Runde ist, wenn alle dran sind. Okay. Zwei Schaden. Ich nutze die untere Hälfte von Reinvigorating Elixir. One adjacent ally may recover all their discarded cards. Also der Michi nimmt sich alle Karten wieder auf die Hand. Alle 10. Ich verliere diese Karte und kriege 2 Erfahrung. Hat das sowas für mächtig? Na, nicht unbedingt, aber sie ist ganz gut. Aber gut eingesetzt. Ja, weil der Michi kann jetzt wirklich lange spielen und ist da. Er hat jetzt eine Karte weniger verloren und muss keine Rest machen vor allem. Außerdem, du hast keine Gegenstände eingesetzt gehabt. Insofern war das glaube ich, super, weil du weißt, diesen Vorteil. So, und jetzt kann ich noch irgendjemanden von uns um 4 heilen, aber ich glaube, das werde ich selber sein. Ich bin der Einzige, der 4 Heilpunkte überhaupt verwenden kann. Nein, kann ich nicht. Ich kann nur 3 verwenden. Irgendjemand, der 4 Heilpunkte brauchen kann? Nein, dann heile ich mich selber. Okay. Und zwar, ich heile mich auf 9 und verliere sofort wieder 2 und gehe runter auf 7. Nein, weil 8 da liegen und das ist eh ziemlich viel dann zum Aufnehmen. Also ich stehe da im Wesentlichen rum, bis ich glaube am geschicktesten wäre, wenn der Michi und ich gleichzeitig unser Fleisch nehmen, weil dann haben wir 8, 10 und 7. Das ist dann halbwegs. Nur es wird trotzdem schwer sein, das alles aufzutrauben. Ich glaube, das wird uns nicht gelingen. Also ich habe nur 4 Fleisch. Naja, der Brut, nein, das Fleisch wandert jetzt um eines weitergehen. Ja, wenn wir nächste Runde alles restliche Fleisch aufheben, damit wir dann in 2 Runden, also wirklich. Es werden gar nicht mehr alle hinlaufen müssen, hoffentlich. Das schauen wir mal. Wir müssen ja das Fleisch wieder angreifen, dass wir es aufnehmen. Ja, genau. Oder? Es wird Fleisch verloren gehen. Es wird sich nicht vermeiden lassen, das Fleisch ist verloren wieder. Ja, deswegen, es kann vielleicht sein, dass ich erst am Rückweg. So, ich tue mal die Scouts bewegen. Nein, wenn du angreifen, ein zweites Mal angreifst, musst du alles Fleisch verlieren, was du zu dem Zeitpunkt schon hast. Ja, egal, ob es in derselben Runde ist oder in der nächsten wäre. Ja, anders musst du nicht. Anders formuliert. Wenn dein erster Angriff miserabel war, kannst du es einfach nochmal angreifen. Du darfst nur dann, wo Fleisch angreifen, wenn du alles Fleisch, das du trägst, vorher fallen lässt und verlierst. Ja? So könnte man die Regel formulieren. Okay. Also am besten wäre es, wenn wir jetzt alle 3, übrigens, das wandert jetzt darüber am Ende der Runde. So. Am besten wäre es, wenn alle 3 übrigen jetzt ihr Fleisch hier abliefern könnten. Aber es wird schwer gehen. Weil der Andi bleibt jetzt da stehen und macht eine Longrest, nehme ich an. Naja, ich könnte hierher gehen. Mein Fleisch abliefern. Warte, logistisch. Naja. Ihr müsst ja das Fleisch auch wieder aufsammeln gleichzeitig, wisst ihr? Ja, schon, möglich? Aber wenn wir es stufenweise machen, haben wir mehr, also am besten wäre es vielleicht überhaupt gewesen, alles Fleisch auf einmal aufzutrauben, aber es können nicht 3 Leute daneben, 4 Leute daneben stehen, um das dann alle anzugreifen. Weil wenn wir es stufenweise machen, geht am ersten was verloren. Nein, weil man daneben stehen muss. Du hast recht, man kann dann hingehen, ja, da müssen wir aber gut koordiniert sein. Ich glaube,
glaube, mit 3 ist es eh schon fordernd, aber ich glaube, es wäre nicht von Nachteil, wenn wir es jetzt schaffen würden, alles restliche Fleisch draufzulegen. Jo, also ich werde so machen, ich gehe hierher und lege mein Fleisch drauf und werde dann eine Longrest machen. Andi, du machst eine Longrest, gell? Ja. Ich werde jetzt mal mein Fleisch draufschmeißen, dann, ne? Ja. Benni, wirst du dein Fleisch auch drauflegen? Aber dann sprecht sich ab, wer von euch auf welche von diesen beiden Feldern sein wird. Warte mal, du hast 10, gell? Nein, wir müssen nächste, warte mal, diese Runde. Du musst nächste Runde auf jeden Fall Fleisch aufheben. Na warte mal. Ja, fast schade, weil der Brute kann sich die Runde auf jeden Fall im Einfeld weiter bewegen. Nein, kein Brute, das hat Long Rest. Ja, jetzt diese Runde, oder? Ja. Diese Runde. Und nächste Runde ist das Fleisch schon da. Genau. Warte genau. Mal. Ja, das werde ich wohl machen, ja. Ich werde nämlich jetzt liefere ich ab, dann mache ich Long Rest und dann springe ich rüber. Ja. Ja, ich muss nur schauen, ich werde dann eine Karte verlieren. Aber das Fleisch draufschmeißen ist keine Attacke und nix, gell? Nein, das ist automatisch, wenn du daneben stehst. Okay. Übrigens, René, bei Crackling Air, dein Marker, dein Tracker muss noch um 1 rüber. Du hast das Crackling Air schon dreimal genutzt. Dein Tracker muss noch um 1 rüber, du hast es nur noch einmal. Ich sage euch aber auch, ich als Brut kann nicht ganz früh drankommen. Ich kann schon drankommen, dass man sagen kann, es ist früh, aber sehr früh kann ich nicht drankommen. Andi, es gibt keinen Scoundrel hier. Ja. Du hast doch 2 verloren. Ah, okay. Übrigens, das ist etwas, worauf wir generell achten müssen, aber bei mir wird es sehr knapp. Wir verlieren da sehr viel Leben in jeder Runde jetzt. Ja. Upsi. Nein, wenn das wir dann draußen wenig sind, werde ich ordentlich heilen. Nur, das kann ich jetzt auch nicht. Leute. Das geht nicht, der Blut muss Long Rest machen. Aber der Blut ist jetzt diese Runde Long Rest. So. Heißt. Okay. Schaut her, ich kann mich daher bewegen. Könnte ich alle um 1 heilen. Ja? Plötzlich. Nein, warte. Nein, ich heile euch um 2. Ihr müsst in. Naja, ich werde nicht. So, warte mal, es ist wurscht. Nein, das,
Das ist schon wichtig, weil ich bin nachher vielleicht weg. Dann will ich viel später dran sein, sehe ich Ich kann. Na, warte mal, warte mal, warte mal. Nein, nein, nein. Ich kann früh dran sein. Ich bin leider. Ich habe leider zwei sehr frühe Karten. Nur ganz kurz. Ich werde mich daher bewegen, werde meine vier Fleisch draufhauen und uns auffallen. Ja, ich okay? fürchte mich nicht. Da musst du nämlich sehr früh dran sein. Ich hoffe, du bist es. Ich werde sehr früh dran sein. Okay. Ich komme sehr früh dran. Komm sehr, ja, sehr früh nach, dran. Nach Michi solltest du dran sein. Ich glaube, spät ist gut. Ja. Ja, das stimmt. Ja. Ja. Okay, wir haben alle. Ich habe das dahin gelegt, damit wir nicht drauf warten. Nein, doch, du hast es. Du nimmst einen deiner Marker. Und zwar hier, wo mein Finger ist, ein Checker. Legst und machst den größer. Und dann machst du den größer mit dem Plus. Bleib drüber und drück Plus. Ah, das kann scheinbar nur ich. Aha. Oh nein, er kann es auch. Verdammt. Ja. So. Okay, ich ziehe für die Scouts, obwohl die sind jetzt relativ wurscht. Die bewegen sich wieder gegen den Uhrzeigersinn. Warum? Dann decken wir auf. Ich habe 20. Ah, mich ist wirklich früher da. Ich hab 99. Okay. Dann nee, ich hab 99. Ja, ich spring daher mit der rechten Karte, mit Sentient Grow. Nein? Nein, Entschuldigung, mit der linken Karte, mit der unteren Hälfte, die zwei Bewegungen gehe ich daher. Unstable Upheaval. Nein, also auf Sentient Growth kannst du nicht einsetzen, wie du meinst. Weil nein. Dann musst du jetzt angreifen. Nicht angreifen, ich habe einen zweiten Punkt unten. Heal plus 2 affect all allies in the targeted area. Ich nehme jetzt ja, ja, aber dann musst du die Area erst angreifen. Ah, das ist interessant. Okay, ich weiß nicht. Glaube ich nicht. Nein, du könnt, ich glaube, du hast recht. Ja, ich schaue es nach. Ich glaube, das ist ja entweder oder beides. Kann nein, ich nein, machen. Beides. Ja. Ja. Also ich knall das auf uns drauf und wir drei bekommen zwei Leben. Also alle bis auf eine andere. Okay. Wir auf 12 wieder rauf. 9. Ich will auf Maximum, das ist sehr gut. Aber jetzt gehst du wieder auf 10 runter. So eine Erfahrung auf dann oder was? So, Sentient Growth. Ja, wenn das nicht geht, würde ich uns um 2 bewegen, ja, ich und weiß, 1 ich heilen. Ja, ich weiß, du meinst. So, ich schmeiß mal mein Fleisch drauf. Okay, da steht ja noch, dass ich mich selber heilen kann. Ja. Ja, nein, es steht da nicht, aber es wird gehen. Okay.